Aber wir wollten denen wenigstens noch mal Tschüss und Gute Nacht sagen. Genau. So wie sie das gehören. Ich bin wieder alleine. Okay. Na gut, dann mache ich mir. Ich plane mir mal wieder mal so mein Team erstmal um hier. Wo ist mein. Der Ding hat die ganze Zeit mit mir gekämpft. Der hier? Der hat mit mir gekämpft? Der Level 22 Anubis habe ich gehabt? Nee. Nein, aber irgendwas in der 40. Ja. Weil da hattest du mich noch gefragt, welcher 33 ist und welcher eine 40er. Wo sind wir jetzt gelandet? Ach, ich räume mal kurz auf, das wird schon gehen so. Also, ich mache eigentlich nicht so gerne diesen nach Elements sortieren. Aber das Problem ist dann. Na egal, wird schon gehen. Guck mal jetzt. Wie viele Anubis ich hier habe? Oh, da, 42. Wild, zartes Erdreich und Angriffsstratege. Okay, also stimmt, Anubis Dex 2. Wo ist denn Anubis Dex 1? Der muss irgendwo sein. Habe ich den vielleicht bei dir gelassen? Weiß ich nicht. Guck mal. Anubis Dexter habe ich gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht. Nee, das ist außergewöhnlich. Angriffsstratege Wild, und da war aber kein Zar dabei. Ach, Okay. das ist echt. Aber vielleicht geht das mit deinem, weil du das ja alles drin hast jetzt. Ich versuche ja auch immer noch mit dem Bein, wo ich meinen gekriegt habe, weiter zu züchten, Dex. Und jetzt habe ich hier mehr Kraft als Verstand. Außergewöhnlich. Wild. Das war's. Ach so, den ich dir gegeben habe, meinst du? Weiß nicht, ob du mir den gegeben hast. Kann sein, ja. Das ist deiner von dir. Ja, ich hatte dir doch einen gegeben. Mädchen. Um rein. Ja, genau. Viechers von. Das ist hier eigentlich eine gute. Außergewöhnlich zartes Erdreich und Angriffsstratege. Fehlt leider nur das vierte. Eigentlich sollten wir den Germantide Aqua mal. Germantide einfach, den Wasser. Den müssen wir echt mal irgendwie aufmotzen. Weißt du das? Was hast du denn für Ja, einen? ja, ja. Ich habe ein Männchen mit Gebieter der Meere und mutig. Aber mutig ist ja was Nettes. Ich habe sogar alle beide mit zwei goldenen Werten. Jetzt halte ich fest. Neutralitätspakt. Gebieter und Oberbergmann. Ja. Und der andere ist Forstmeister. Weißt du was? Wir könnten die beiden mal klopfen gehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Was ist gegen Wasser gut? Eis. Elektro. Ah, stimmt. Ich hab sogar gerade einen an Bord, der rum elektrisiribiriert muss, kann, soll. Ton. Oh, meine Motte. Ich glaube, ich muss Haben die mal. Relaxasauren nicht sogar so einen coolen, stylischen Raketenwerfer? Ja! Was denkst du, wofür ich so viele sammle? Guck mal, wie viel ich schon habe. Was sind sie da? Guck mal. Müsste der Relaxalux nicht auch sowas haben? Das weiß ich nicht. Boah, guck mal, ich habe von den Relaxasaurus gar keine guten Sachen. Forstmeister, flink, fleißig. Andere Strategie habe ich letztes Mal bekommen. Dafür habe ich mich drüber gefreut. Das ist schon mal super. Wild habe ich auch. Also, ich habe einmal. Ich habe sogar. Ist da noch irgendwas drin von denen? Das mache ich mal ganz kurz. Ich habe gar kein Viech, womit ich antreten könnte. Ich gehe mal ganz kurz. Muss ich mal Relaxas. Warte mal kurz. Ich lasse mal so lange poppen. Ihr wisst schon. Freundliche Sachen machen. Wild oder Angriffsstratege? Was findest du? Angriffsstratege oder wild? Was war was? Ich hab's vergessen, es auch immer. Angriffsstrategie. Wild ist plus 20%. Ach, ehrlich? Ja. Also, ja, Wild 3 ist halt 20. Sicher haben Anubis bei mir. Schießt, ich habe mich vergessen. Hier, komm mal her. Komm mal her, du. Du sollst jetzt nicht hier rumspritzen. Du kannst nach hinten spritzen gehen. Mit Wasser meine ich. Chat mal wieder direkt. Oh ja.
Ich weiß ganz genau, dass der wieder um wieder Sachen denkt. So. Mal gucken, ob noch Kuchen drin sind. Nö, alle Kuchen von mir verbraucht. Einfach rausgenommen, meint. Hallo. Können noch 10 Kuchen hergestellt werden. Soll ich machen? Mach mal. Hast du ein Feuer dabei? Ja. Ich sonst dabei? Ich würde mal gerne wieder die Motte mitnehmen. Der Affe ist immer cool. Ich liebe den Affen. Der Affe ist einfach der Goliath. Ja gut, für den German Tide brauchst du aber nicht den mitnehmen. Ich meine, man kann die German Tides Wasser auch breeden, ne? Vielleicht haben wir da gute Vorpals. Ja, wir gehen doch erstmal prügeln. Weil einfach so. Oder findest du das, so, das nicht gut? Doch, doch. Können wir machen. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Ich überlege gerade, was ich sonst vielleicht noch mitnehmen könnte, als vielleicht hier, keine Ahnung, vielleicht Schatten oder sowas gegen den. Was ist denn Gift? Gift ist gut gegen den, gegen Wasser? Oder eigentlich gar nichts? Nur Elektro, nur Elektro. Nur gut, aber okay, aber man kann den trotzdem mitnehmen, weil einfach nur so. Also für nur so kannst du mitnehmen. Also du bist, solange du nicht eine Schwäche mitnimmst eigentlich, also Feuer in dem Fall, ich nehme 2 Feuerpals mit, DDR-Kummer, ist das eigentlich eine gute Idee. Ich nehme mich mal wieder mit, meine schöne Mod. Aber die ist Level 33, also egal, der andere war ja auch nicht größer. Ich habe übrigens hier so ein Brancherie Aqua, aber leider Brancherie Aqua macht nur Pflanzenattacken. Ja gut. Also, man kann es ja umlernen. Das ist doch mal eine sexy Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Ich habe eine gute Idee. Okay. Der erste wäre dann weiter nach oben, weiter nach rechts, weiter hier vorne. Welchen wollen wir nehmen? Ja, hier vorne, den bei... Bei Relaxosaurus Lux, da oben der. Okay. Rumpal. Frag mich, warum man den zweimal aufgemacht hat, ob der eine schwächer ist als der andere auf dem Level? Ja. Ja. Der eine, der ist hier irgendwas mit 30, hallo? Oh. Und 40 ist der. Und der andere ist 45, glaube ich, ne? Oder ist der beide 45? Beide 45. Okay. Boah, ist er langsam. Oh Gott, ist er langsam. Ja. Aqua, Fuzzi hier. Der Susaku Aqua. Ich hab den anderen. Der andere hat hier, glaube ich, blitzschnell. Ach so. Oh ja, Gott. Bin da. Was hast du? Hast du Geschwindigkeit mit dem? Nein, aber ich habe einen anderen Teleporter genommen. Ich habe nur kaltblütig auf den. Okay. Bei Dunkelheit kämpfen. Das ja, was. Aber nee, ich warte schon auf die Dunkelheit. Ich will mir Hellsephir sammeln gehen. Ah, okay. Wollen wir anfangen? Was nehmen wir denn da? Das, so. Jetzt machen wir den Platt hier. Nicht den Baum, nicht den Baum, nicht den Baum, du sollst nicht. Da ist Gegner. Da ist Gegner. Musst du draufwerfen. Ah, der wird das schon machen. Der wird das schon machen. Da, ja. Hat mich angegriffen, jetzt tu was. Ah, jetzt blitzt den weg, den alten hier. Wut. Ich kann 14 mal. Weg ist er. Guck mal, wie er da im Wasser läuft. Das ist eine andere. Ja. Deswegen ist es genauso groß. Der kann fliegen? Der kann fliegen? Der ist gerade geflogen. Der Relaxosaurus Lux. Aber wenn die da hinten kämpfen, wird das mit dem Fangen nicht so einfach. Ja, ziehen wir jetzt rein.
ran hier. Grenzen. Jetzt reicht es hier. Oh, das wird böse. Nein, ich komme doch. Oh oh. Ja. Ey, Dicker. Ich mach nicht. Ich glaube, ich warte lieber. Ich glaube, das machen wir mit der Shotgun. Ich habe nur noch 6 Schuss. Oh oh. Wow, das war gut. Nein. Komm wieder rein. Ah. Oh, sorry. Ich musste noch mal kurz werfen. Jetzt kannst du. Was? Ja. Nein, nein! Oh Gott, ich werfe auch hier. Oh Gott. Nein! Ich hab ihn drin. Was soll denn das? Sicher. Ja, das ist gut gemacht. Und er bleibt sogar drin. Ja. Oh mein Gott, Dex! Ja, ich drücke immer die falschen Tasten. Zwischen Q und E kriege ich immer ein Horn hier. Da ist sich labil und Gebieter der Meere. Nein, du sollst nicht den Baum abhaken. Gehen wir den anderen noch klopfen? Ja. Ey, mein Herz gerade, ne? Du machst den gleichen Kack wie ich. Nein! Es ist immer zwischen Q und E ist immer das gleiche. Man drückt immer einfach aus dem Instinkt immer die falsche Taste. Ehrlich. So. Wo bin ich denn? Ich bin unter der Karte. Flieg hoch. Du warst doch echt mit der Karte heute. Wo wollen wir denn hin? Ja, weil ich zu schnell geflogen bin. Der war da oben. Da fliege ich am besten nach Gras, Pandaland, Weltwald, Dings. Oh. Jetzt durch die Erde voll, wenn ich ankomme, ne? Eigentlich. Diese Pfeile, manchmal sind die echt irritierend. Ja, ich fliege auch manchmal in die falsche Richtung. Wie? Schon wieder, ja. Ich will hoffen, dass sie das bei der Anubis-Statue mit den Liefmang-Statuen nochmal erhöhen, weil ich bin schon Maximum und wenn ich mal so in die Gegend gucke, wie viele gelbe oder gelb-grüne kleine Liefmang-Statuen noch gibt. Ich bin noch gar nicht auf Maximum. Das bringt ja einfach gar nichts mehr. Was soll ich noch machen? Ich sammle zwar, wenn ich mal irgendwo welche in der Nähe finde, aber so ein Vorteil ist es nicht. Warum leuchte ich denn so extrem? What the? Ich falle! Platsch! Ich stelle mir vor, so ein Bauchplatscher. Ich gehe mal da oben noch die Liefmangstatue holen. Auch noch die da oben. Scheiß Lampe leuchtet mich schon wieder so hässlich an, ne? Aber das habe ich gerade auch gehabt. Aber es war nur im Wasser. Hier oben geht's wieder. So, wo ist denn unser Freund? Der kommt, wenn du hier stehst. Eine Katze. Hallo. Hallo. Hier gefällt er mir am besten. Der sieht aus wie passt so ein... Passt hier voll hin. Ja, der schlängelt sich auch so schön im Wasser. Das sieht echt cool aus. Wenn er mal da wäre. Kennt er vielleicht irgendwo? Nacht? Schlafen? Ich will jetzt nicht nochmal weg. Verschein. Ich wollte gerade pingen. Also ich weiß nicht, wie manche Streamer so lange streamen können. Einfach so, ich rede jetzt nicht über die jüngeren Leute. Jüngeren, als ich noch was etwas jünger war, also vor 2-3 Jahren, da konnte ich auch lange wach bleiben. Aber es gibt ja ein paar Streamer-Kollegen, die sind ja älter als ich, also
24, 25. Ich weiß nicht, wie die das machen, dass die 6, 7, 8, naja, 6 Stunden geht ja noch, aber so Ewigkeiten streamen. Sogar manchmal steht da 13 Stunden streamen oder sowas. Und dann gehst du in den Stream und die sind noch hellwach. Ich denke, was pfeifen die sich denn da alles rein? Also mir reicht jetzt hier ein bisschen Eistee von Holy. Wart mal 2 Wochen. Meinst du, was denn bei mir im Stream stehen wird? Wieso? Was machst du? Geburtstagsstream. Hallo. Hier liegt Aha. er. Oh, ich wollte gerade pingen. der pennt halt. Dann schießen wir an. Oh. Nein. Ja, Geburtstagsstream wollte ich sagen. Mindestens 12 Stunden. Okay, was willst du machen? Handen? Handen unter anderem. Cool. Kommst du weg? Okay. Ja, ich bin hier unten auf der Lauer, auf der Mauer. Ich komme. Ich kann nur nicht aufsteigen, weil er nicht kommen möchte. Ich kann nicht aufsteigen. Komm doch bitte jetzt. Ich würde dir gerne Akku mal helfen. Gebieter der Meere und fragil. Ach nee. Sehe schon, ich werde wie bei Anubis werde ich da anfangen müssen. Blecht und schlecht. Was war denn nochmal, was hatten wir dem Guide denn gesagt? Was war denn da nochmal so ein, oder hatten wir überhaupt einen Guide zu dem gemacht? Nee, Ich glaube nur zu nur dem zu dem. Feuer. Nee, warte mal, doch, zu Germantide hatten wir. Ja, genau. Ignis konnten wir nicht machen, weil nur Ignis und Ignis mit Ignis. Ignis ging, ne? Ja. Wo fliege ich eigentlich jetzt Ja, hin? Nightwing und Helsefyr. Oder Nightwing und Grisbolt. Eigentlich easy, ne? Aber es ist schon wieder Tag und ich habe wieder keine Helsefyrs gefangen. Ordentlich Cola und Energy. Ne, das mag ich alles nicht. Ich weiß nicht. Ich bin kein Cola-Trinker. Ich finde das irgendwie eklig, das Zeugs. Ich trinke es ab und zu mal, wenn man mal so auf einer Party mit Freunden ist. Ich nenne es Party. Ich mach keine Partys. Schon lange keine mehr. Mein einzigster Zucker und Koffein. Cola? Ja. Wie schrecklich Was das ist denn Zeug. fragil? Verteidigung minus 20%. Na ja, Ja, gut. fragil. Wenn du ein Paket bekommst, wo drauf steht, Achtung, fragil. Ja, macht Sinn. Und geistig labil, Geistigkeit sinkt um 10% schneller. Aber wenigstens nur arbeiten. Aber dann ist man doch im Nachhinein doch noch mehr hundemüde, oder? Nicht unbedingt. Hey, du machst du, also man versucht sich ja künstlich mit solchen Zeugs hochzupuschen. Und ja. wenn das mal, wenn, wenn dieser, wenn dieser, dieser Status, nicht der Status, wenn der Status, wenn der. Ja gut, aber wenn man das nicht so oft macht, dann hat das auch noch eine höhere Wirkung als bei anderen, die das öfter machen. Wir haben hier übrigens ein paar Effekt wollte ich sagen. Venworms. Angriff oder was? Nee, die sind einfach nur zu nah. Okay. Ich meine, Effekt, wenn dieser Effekt noch weg ist, dann geht es doch dann rapide runter, oder nicht? Ganz klar, Höchstens, ja. der Körper sagt doch dann, nö. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit müde gewesen. Du hast das nur hochgepusht die ganze Zeit, du Vollpfosten. Du hast mich nur verarscht. Lass mich in Ruhe. Schwinde. Level 19. Ja. Ich trinke von Holy, aber die machen ja Energy, aber ich mache hier, trinke gerade den Eistee davon. Der ist ganz cool. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit von dem Eistee, den ich damals von Mama immer bekommen habe. Mit diesen kleinen, weiß ich nicht, Eistee-Perlen drin oder Kügelchen oder Steinchen, die man auch im Wasser auflösen musste. Kennst du das? Ja, den habe ich hier, den esse ich auch mal so. Ja, genau, den habe ich damals auch gelöffelt. Genau, der schmeckt ja exakt gleich. Welcher Geschmack ist das bei dir? Ich habe Zitrone. Zitrone,
Pfirsich, Kieber und noch eine Sorte. Hast du mal den von Holy den Eistee probiert? Noch nicht, aber ich habe ein Päckchen da, glaube ich. Also ich, mein Liebling, den ich eigentlich immer, eigentlich nur noch trinke, ausschließlich den trinke, ist, wie gesagt, ich habe es mir vergessen, Apple und Green Tea. Apple. Ist, Apple. Mag ich. Hättest du denn irgendwas zum Paar für German Tide? Was willst du? Warte, mal gucken. Also es geht unter anderem, kurz gucken, Mosander und Hellzephyr. Nightwing und Hellzephyr, Nightwing und Griswold. Encenaram und Sosaku Aqua. Sosaku Aqua haben wir ja immer richtig tolle. Ich habe eins mit Motivationscoach und einen Kaltblütigen. Kaltblütige wäre vielleicht noch. Cinnamon und ein Kryolinks. Das weiß nicht, was das ist. Kryolinks ist dieses komische Eismonster mit diesen großen Ohrenarmen. Ach so, davon habe ich glaube ich ein paar. Weil gerade, wer hat's geschrieben? Wer hat's geschrieben? Hm? Die Heidi hat das geschrieben, mit der Coca-Cola-Sucht, gerade noch so dran vorbeigekratzt. Würdest du sagen, dass du süchtig bist? Weil du sagst, ich? Dass du viel trinkst? Aber auf gewisse Weise kann man das bei mir doch schon als Sucht sehen, weil wenn ich dann mal 2 Tage keine habe, dann kriege ich Kopfschmerzen des Todes. Oh Gott. Also mein Körper ist darauf eingestellt, diesen Zucker und Koffein zu haben. Also für mich ist Cola, also es ist nicht mal die Coca-Cola, sondern nur so eine Art etwas billigere, die ist bei mir, was für andere Leute Kaffee ist. Oh, okay. Weil ich trinke eigentlich nur das. Ich trinke ja keinen Kaffee, eigentlich auch keinen Cappuccino. Aber das Problem ist ja an der Cola, ist ja eigentlich nicht das Koffein, sondern ist der Zuckergehalt. Und der ist ja... Ich esse ja auch nicht viel Süßes. Deswegen. Was solltest also, du nochmal haben? Kryolings und ich hab's vergessen. Ja, die Motte. Warte, die Motte kann ich dir eine gute geben. Da habe ich die tolle dabei. Also ich hatte einmal außergewöhnlich, wenn du möchtest. Also die Cinnamon ist auf jeden Fall. Was denn? Außergewöhnlich kann ich dir geben? Ich überlege gerade. Guck mal, ich hab sogar. Boah, ich hatte mal eine gezüchtet, glaube ich. Ja, ich hatte die gezüchtet. Mal versucht. Angriffsstratege und außergewöhnlich habe ich schon rausbekommen. Aber leider endlos Magen noch dazu. Kriege ich rausgezüchtet, glaube ich. Ich habe ja bei den ich leg die mal Anubitzen rein. Auch ewig gebraucht. Ich sehe es gerade nur. Ich hatte ganz viele mal gezüchtet. Aber das, die beste, die war das hier. Ich leg die mal hier rein, dann kannst du sie hier rausholen. Ist ein Männlein. Jetzt bräuchtest du eine Socke. Ne, nicht Socke, dieser. Davon habe ich ein paar da. Oh, cool. Also, guck mal, also nicht die Eissocke, ne? Also, nee, Kryolinks. Kryolinks habe ich einmal genau. Blitzschnell und fleißig. Forstmeister. Frohnatur und Duckmäuser. Aber der, ja, blitzschnell würde ich dann eher nehmen. Dann hat man wenigstens ein paar goldene Werte. Hat man wenigstens. Aber für ein Dings braucht man das nicht. Ja, ansonsten habe sonst nichts anderes. Angriffsstratege und außergewöhnlich ist schon mal nicht schlecht. Osserk. Osserk irgendwo. Ich weiß, dass ich in der Bar. Ey, lass das. Meine Sucht ist einfach Essen. Ups. Meine Sucht ist wirklich Essen. Essen, Essen, immer ja. Essen. Was so ja. Schlimm, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das manchmal ist. Nee, eigentlich ist es gar nicht anstrengend. Das gefällt mir.
Ich finde Essen nervig, anstrengend. Ich liebe es. Ich kaue die ganze Zeit. Wenn jemand es kriegst so viele böse Kommentare manchmal bei YouTube. Das interessiert mich so die Banane, Leute. Ihr könnt mir schreiben, was ihr wollt. Hört doch mal auf zu essen, das finde ich unappetitlich. Hört doch mal auf zu schmatzen, ich finde das eklig, wenn du redest. Das ist mir ganz egal. Mir ganz egal, ich esse, esse und esse. Die gucken meine Videos, ja, sitzen auf der Couch und essen. Und ich darf das nicht, oder was? Wo kommen wir denn hier hin? Ich will auch essen. Ich will mehr essen. Ich esse alles. Ich bin die ganze Zeit nur am Essen. Das ist so schrecklich. Die waren hier, ne? Hier hinten um eine Kurve. Solange ich nicht vom Stuhl rolle. Nee, das Problem habe ich eher nicht. Ich habe, apropos Stuhl, ich habe eher einen guten Stuhlgang. Versuch mal was, mal gucken, wie das wird. Ich glaube, hier war doch ein Boss, ne? Hier war doch das Pferdchen hier mit Eis oder so. Aber Berlin? Ich glaube, hier ist das, ne? Weiß ich gerade nicht. Ich habe gerade den Stream. Warte. So ein Eisgebiet, Eissee mit so einem Zeugs. Wenn es ein Doppelter ist, ja. Ja, da bist du richtig, das Frostalien. Es braucht aber ewig, um zu spawnen. Was mich jetzt gerade... Auf der linken Seite außerdem immer. Wenn ich mir mal so überlege, als wir zum Spaß mal mit Dodo gegen den einen gekämpft haben, diese zwei Psychos in der Wüste, die sind ja echt unspielbar. wie willst du das dann machen, den Frostalien auch? Wie kämpft man gegen die? Naja, mit dem Raketenwerfer zum Beispiel. Ah, okay, ja klar. Nicht dran gedacht, mal mit heftigen Geschütz anzukommen. Jetzt hast du Kopfkino? Warum? Stich? Für was? Kopfkino? Was habe ich getan? Torten machen. Du willst Torten machen? Achso, du meinst jetzt im Spiel. Ja, ja. Kannst du mir die Torten mal bei den Relaxos reinschmeißen? Bei meinem. Ich bin bei der Zuchtbase. Ich weiß, aber es geht doch schnell. Ich bin leider in der Eiswüste hier. Nee, ich muss immer essen, 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 essen. Ich esse nach dem Essen. Nach dem Abendessen. Abendessen mag ich am liebsten mehr anstatt am Mittag. Am Mittag will ich ein bisschen weniger essen. Was eigentlich ja andersrum sein sollte, aber ich mag es dann eher weniger am Mittag. Und am Abendessen esse ich viel und dann esse ich dann direkt danach irgendwie noch süßes Zeugs, vielleicht ein paar Nutella-Brötchen, paar, nicht ein. What? Dann dazu, also Tee trinke ich meistens abends immer ganz gerne. Egal was. Alleine wenn ich das höre, wird mir übel. Wenn ich mich entscheiden könnte bei den Superkräften, wenn ich eine haben können würden sollte, wäre es bei mir nicht essen zu müssen. Nein. Einfach Essen nicht mehr brauchen, nur so als Art, eine Art Genussmittel. Nein. Doch. Nein. Ach, ich muss diesen ganzen Kackberg hier noch hoch. Aber Essen ist so gut. Ja, keine Ahnung. Ich kau andauernd. Sieht man da, ich bin eigentlich nur am Kauen. Ja. Ich kenne einfach nicht mehr ohne. Hast du mir rein zufällig die Torten reingelegt? Also ganz kurz. Nee, ich bin gerade. Brauchst du nicht, dann ich fliege jetzt mal kurz zurück. Ich bin gerade an einem Dings. Aber ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist manchmal fürs Portemonnaie, wenn du nur essen willst. Also essen, essen, essen. Ich muss mal irgendwas zu kauen haben. Kauen, 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 kauen. Und dann, kannst du mir mal erklären, warum mein Anubis hier Angriffsstratege, Workaholic und Forstmeister gekriegt hat? Cool. Das her.
Machst du immer noch mit denen rum? Ja. Oh ja, da war ja was. Arbeitstier, fertig. Ah, du hast es ja nie gespielt. Du hast ja nie gespielt, Ocarina of Time. Hätte ich dich gerne gefragt, was ist das Gebiet, was dir am meisten im Kopf geblieben ist, aber. Vielleicht, du hast ja die anderen Zelda-Spiele gespielt, oder? Also, ich habe mit A Link to the Past angefangen. Okay, das ist ja das Alte. Das ist immer gut. Ja, denn je nachdem, nach Konsole, habe ich es denn länger gespielt oder nicht halt. Da gibt es nämlich bei Ocarina of Time gibt es das Go-Gebiet. Das sind so diese Steinmenschen, die so rollen und dann machen die. Die reden ja nicht mit dir immer. Wenn du mal rangehst, dann rollen die sich auseinander und blubbern dich von der Seite voll. Die blubbern dich von der Seite voll? Ja, die reden ja damit mit dir, mit Text. Ich habe übrigens keine Shotgun-Munition mehr. Nee, die musst du erst herstellen. Oh. Der macht ja bestimmt auch was, oder? Elektrisierende Munition wird das werden, Leute. guck dir mal den Mosander Lux an, der arbeitet. Arbeitet der überhaupt? Der arbeitet gar nicht. Was macht denn der? Der füllt Elektrizität auf. Ich dachte, der arbeitet an dem Ding da. Nee. Oder anders aussehen. Mr. Mama. Dankeschön. Mama. Donald wieder. Mr. Mama. Ba-da-ba-ba. Dahin. Arbeite mal dahin. Tu mal was, genau, sehr schön. Einer muss ja was tun hier. Die grüne eben da, wo die auch die Ranch war. Das ist das weite Gebiet. Das erste Mal, wenn du aus Kakariko rauskommst, das erste Mal, und dann auf dieses Freie gehst. Ist eigentlich gar nicht so frei, ist eigentlich nur so ein Kessel, aber trotzdem für die damaligen Verhältnisse, wow, guck mal, wie weit man laufen kann, krass, man kann so weit sehen, das Schloss da hinten, kann man das wirklich besuchen? Super genial, alles, was du im Hintergrund gesehen hast, konntest du auch wenigstens besuchen, auch wenn das natürlich immer in so einen Instanzen Ebenen aufgeteilt war. Das heißt, du musste. Übrigens, jetzt mal so ganz nebenbei, scheinen die diesen Bug behoben zu haben, dass du jetzt immer im Serverplan, also hier mit einem eigenen Server, wie wir haben, bei den Basen sein musst, damit die Metall abarbeiten. Das ist schon wieder so viel Zeugs da, dass es hier gerade nur laggt. Achso, dass du noch nicht mal da sein musst, meinst du? Ja, genau. Du wusstest schon, worauf ich hinaus wollte. Genau. Sonst musstest du immer da sein, dass sie abarbeiten. Und jetzt scheint das doch ohne zu funktionieren. Das ist gut so. Das ist ja immer. Ach, wir haben so ein Blaupause. Endlich mal. Hitzeresistente, hochwertige Metallrüstung. Doch an. Nee, Metall nicht. Du hast Paluminium. Nee, wie heißt er? Paluminium. Doch, die Paluminiumrüstung. Die Kälterüstung? Hitzerüstung, Metallrüstung. Die Kälterüstung habe ich eine ganz normale Metallrüstung nur. Ich habe gar nichts für Kälte.
Kälte habe ich nur. Kälteresistente Metallrüstung. Ja, das habe ich auch. Kälteresistente Metallrüstung, das ist ja wohl Banane. Wir sind ja schon eigentlich. Ja, ne? Aber die Paluminiumrüstung, die haben wir noch nicht in. So, oder wir haben einen Bauplan, von dem ich nichts weiß. Ich gucke gerade mal nach. Karls haben aufgehört zu arbeiten. Kälteresistente Fellrüstung. Okay. Das ist die Pump Action, die wir gerade haben. Von der Farmbase sind jetzt alle Steine erstmal weg. Okay. Wir haben zwar eine hitzeresistente, hochwertige Metallrüstung, aber Hitze haben wir ja eigentlich ganz schon gute Sachen. Ja. Das ist die Kälte, die uns fehlt. Benny fragt dich gerade was. Benny? Oh, Dexen. Nee, ich habe die Slots runtergeschraubt. Die waren auf 16 und ich habe die auf 4 runtergeschraubt, weil ihr braucht ja nicht mehr, oder? Oder ist das passiert? Ich habe den nur auf ein bisschen runtergeschraubt von den Slots. Weil der hat, weiß nicht, warum der 16 Slot hatte. Oder kann der nur 16 Slots haben? Enshrouded Server, der läuft noch. Der ist noch da. 4. Wieso? Ich habe gerade einen Anubis bekommen. Wieder, again. Außergewöhnlich, Angriffsstratege, mehr Kraft als Verstand. Nochmal? Voll gut ist eigentlich. Außergewöhnlich. Angriffsstratege und mehr Kraft als Verstand. Ja, da fehlt mir der Zahn noch. Der mehr Kraft als Verstand ist auch nur 2. Hm. Du hast doch, glaube ich, die Rechte auf dem Server, ne? Der Server lädt. Der Server ist, glaube ich, down. Nee, doch nicht. Berechtigungen? Nee, du bist doch drin. Du kannst ja selber gucken, was da ist. Der Server ist an. Der ist ganz normal an, Benny. Weiß ich nicht. Du kannst, glaube ich, doch gucken, was auf dem Server los ist, oder? Status läuft. CPU-Auslastung ist bei 0. 0,63. Sollen wir nochmal neu starten? Wollte ich gerade sagen, nochmal neu starten vielleicht? Aber hatte Benny ja, denke ich mal, schon gemacht. Brauche ich mir nicht sagen. Drücke die ganze Zeit auf die falschen Sachen. Was soll ich jetzt tun? Ich wollte. Ja. Muni? Oder nach den Rüstungen gucken? Hast du das schon? Nee, ich wollte ins Schneegebiet und dann die Socken sammeln. Socken sammeln, ja, siehst du, ich wollte ins Wüstengebiet und die Socken sammeln. Nee, ich habe nichts geändert. Ich habe nur die Slots runtergestellt. Ich weiß gar nicht, warum der 16 Slots Server war. Keine Ahnung. Und da wir jetzt ein paar Slots wollten für Ark. Für die Ark-Server, die jetzt bald alle wieder hochgefahren werden. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf Ark Survival Evolved, das ist das Normale, dass das funktioniert.